Das letzte Achtelfinale des Tages ist in diesem Moment angepfiffen. Zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Gesucht wird der Gegner für den ersten FC Köln. Und wir gönnen uns mal den Spaß. Und hauen raus, dass der VfB Stuttgart hier als Favorit in diese Partie geht. Denn die Bielefelder aber immerhin mit einem klaren Sieg heute Morgen in den ersten FC Nürnberg. Tor für die, die vielleicht neu dazugekommen sind im Laufe des Tages bei der Arminia. Johnny Peitzmeier, heimischer Spieler hier aus Schnathorst. Ja, über den SV Schnathorst zum FC Preußen Espel kam. Und dann abschließend jetzt zurzeit bei Arminia Bielefeld. Tolle Geschichte. Und vielleicht ja auch im Viertelfinale des Fullback Cups. Im 32. Spiel dieser Turnierausgabe. Peitzmeier ja auch schon mit einem Turniertor. Hier fast mit seinem zweiten. Können die Zeit auch nutzen, gerade kurz vorauszublicken, was uns zum Viertelfinale erwartet. Bremen gegen Wolfsburg, Hannover gegen Nürnberg, Mainz gegen Leipzig und Köln danach gegen den Sieger aus dieser Partie. Ball bleibt im Spiel und hier der Versuch von Torge Funk. Der Ball geht über das Tor. Funk, der ja vorhin einige Chancen liegen ließ, um dann kurz vor Schluss noch zwei Tore zu machen. Da war der Knoten lange geplatzt und wir sind gespannt, ob das jetzt auch in dieser Runde so aussieht. Trainer der Arminia ist Peter Slavov, 39 Jahre, Bulgare. Slavov bereits seit 2005 bei der Arminia und seit Sommer Trainer der U16 der Arminia. Freistoß für den VfB Stuttgart, den Tabellenführer der Oberliga. Punkte in 12 Spielen. Elf Siege, ein Unentschieden. Jetzt schon 4 Punkte von der TSG Hoffenheim und 12 Punkte vom Karlsruher SC. Also die Stuttgarter stehen unmittelbar vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Nächster Schussversuch hier von Gianluca Ponziano. Bielefeld, ganz interessanter Mann, jetzt am Ball. Roberto Massimo, technisch starker Spieler. Viele gute Abschlüsse hier auch im Turnier gehabt. Wir achten weiter drauf. Stuttgart hier auch mit zwei ganz, ganz interessanten Spielern. Vor allen Dingen ans Herz legen möchte ich den Erik Hottmann, die Nummer 9, der hier wirklich schon viele Tore erzielt hat, tolle Auftritte hingelegt hat.
aber auch Mert Püskülü. Immer wieder eine tolle Aktion jetzt gerade am Ball, Püskülü. Jetzt fast mit dem 1:0 für den VfB Stuttgart. Kein Foul hier, sagt Schiedsrichter. Er hat überhaupt verstanden, das war toll verzögert. Das ist jetzt Massimo. Oh, sogar ein bisschen mehr drin. Für die Arminien. Jetzt aber drüber gespielt. Massimo ganz frei vom Keeper. Und er verzieht. Knapp links vorbei. Ruben Volkert machte sich da ganz groß. Das war die Möglichkeit für Arminia Bielefeld. Der VfB. Der Struktur macht ein enges Spielfeld. Ziehen es nicht so tief wie andere Mannschaften. Wieder Roberto Massimo. 3 gegen 2, wenn es schnell geht. Ah, schlechte Aufteilung da. Alle drei Spieler im Zentrum. Wenn sie es breit auffächern müssen. Aber Bielefeld hält das Finale hier bisher offen. Kaum sage ich, steht es 1:0 für den VfB Stuttgart durch Kapitän Umut Günes. Und wir würden uns freuen, unseren Freund vom SV Rakete von der Trampolinabteilung begrüßen zu dürfen. Gleich kommen wir hier unten im Raum zum Trampolin von SV Rakete, Alex Kwasny und Co. Dabei gewinnen. Wieder Angriff für Stuttgart. Stark. Bielefeld bleibt am Ball. Haben wir schon einige Spieler hier auf der Platte gehabt, für die später dann zum Profi gereicht hat. Ayas Hausmann zum Beispiel war ein Jahr für die Münchner-Auswahl und ein Jahr für Arminia Bielefeld hier. Spielt jetzt bei Dynamo Dresden in Liga 3. Robert Tesche, ehemaliger Bielefelder Profi beim HSV gewesen. Spielt jetzt in England in Nottingham. Diego Demme, der Leipzig-Profi. Natürlich Michael Hohnstedt aus dem Mühlenkreis. Jetzt vom VfL Osnabrück. Stefan Ortega, der Profi von 16 München. Oder auch abschließend Kaspar Pusbilko vom 1. FC Kaiserslautern. Auch er für Bielefeld hier beim Freiburg Cup dabei gewesen. Diesen Vergleich muss der VfB aber nicht scheuen. Was für ein Tor von Erik Hottmann. Aus dem eigenen Strafraum die Bogenlampe. Rüber ins eigene Tor. Über Johnny Peitzmeier. Durch Erich Holzmann. Was für ein Tor. Klasse. Das war ein extra Applaus wert. Geiles Tor. Auf Heizmeier am Ball. Die Stuttgarter in ihrer Hall of Fame an ehemaligen Spielern brauchen sich da nicht verstecken vor Arminia Bielefeld. Andy Beck zum Beispiel, mittlerweile für Beşiktaş Istanbul aktiv. Loris Karius, der Mainzer Keeper. Tor für Stuttgart. David Kainic, 3:0. Das sieht jetzt langsam nach Entscheidung aus. Also, Bernd Leno, Luis Karius, Sven Ulreich, alle drei Keeper hier beim River Cup für Stuttgart hier gewesen. Sedat Taski, Profi von Spartak Moskau. Alex Merkel war hier, Timo Werner. Wären hier Lattentreffer für Arminia. Und einen Namen will ich ihn gleich noch ans Herz legen. Erst den Angriff der Stuttgarter mit über die Bande gespielt, aber der Ball dann geklärt.
einen ganz interessanten Namen. Auch er eventuell ein kommender Nationalspieler. Joshua Kimmich war hier, jetziger Profi des FC Bayern München. Hier in Lübeck für den VfB. Also die Stuttgarter, eine unglaublich hohe Durchlässigkeit an Jugendspielern. Nach wie vor vorbildliche Jugendarbeit. Deswegen ja auch hier die Hoffnung ganz groß für die U16-Kicker des VfBs, irgendwann mal ins Rampenlicht bei den Profis zu schaffen. Freistoß für den VfB, 4,5 Minuten vor Ende der Partie. Der lange Ball auf Massimo, klasse Mitnahme. Und dann der Abschluss. Ja, nicht so gut, aber man sieht immer wieder, was der Junge technisch drauf hat. Abschluss wieder, aber Ruben Volkert. Freistoß für die Arminen. Noch 3,5 Minuten zu gehen. Ich will jetzt auch mit dem Feldspieler am Tor. So, noch etwas mehr Risiko gehen zu können. Jetzt Peitzmeier wieder auf der Platte oder Ballbesitz. Das Stuttgart geht. Stuttgart spielt da Katze Maus. Jetzt der Ball gewinnen für Bielefeld. Stuttgart wieder mit der großen Chance und der endgültigen Entscheidung zum 4:0. Es ist ihnen jetzt insgesamt dann auch Bastian Fröhlich mit dem 4:0 auch verdient, das muss man sagen. Damit haben wir dann auch das ganz interessante Viertelfinale Köln gegen Stuttgart. Zwei Mannschaften, denen man durchaus was zutraut hier. Aber wem haben wir nicht schon alles was zugetraut? Borussia Dortmund haben wir was zugetraut. Schalke 04 haben wir was zugetraut. Natürlich Bayern München haben wir was zugetraut. Alle haben mittlerweile geduscht und sich verabschiedet aus dem Turnier. Nochmal die Chance für Stuttgart. Erster Einsatz hier. Und Freistoß für die Arminen. 1:13 Minute vor dem Ende. Aber hier nochmal der Ballverlust. Und das Tor. 5:0. Auf jeden Fall zu hoch. Robin Münz mit dem Treffer. Und die letzte Spielminute läuft. Bielefelder als Landesligist hier toll verkauft. Das 5:0 hier etwas zu hoch ausgefallen, mit der besseren Chancenverwertung definitiv ein engeres Ergebnis drin gewesen. Von daher vielen Dank Arminia Bielefeld und Glückwunsch an den VfB Stuttgart. Das Ding natürlich souverän. Der Meister da haben vielleicht jetzt nochmal die Chance für den Ehrtreffer, aber nein, es will einfach nicht fallen. Phil Beckhoff.
21 Sekunden vor dem Ende. Der VfB könnte ja mit einem Erfolg mit Hertha BSC gleichziehen als Rekordsieger. Dreimal als hieß der Sieger VfB Stuttgart. Es könnte ein viertes Mal in diesem Jahr dazukommen. Zuletzt 2013. Nach dieser Partie gibt es ein bisschen Showprogramm, natürlich auch live übertragen hier aus der Halle, bevor wir dann ins erste Viertelfinale einsteigen. Das wird heißen Bremen gegen Wolfsburg. Jetzt nochmal nicht das Tor. Klasse Parade von Ruben Volkert. Der hier auf jeden Fall zu Null rausgehen will. Und jetzt nochmal das Tor. Phil Beckhoff mit dem Treffer. 7 Sekunden vor dem Ende. Gibt's noch Wortgefecht zwischen zwei Spielern, unnötig bei dem Spielstand. Mehr für Sküli. Und Torge Funk bei Schiri Öpping. Und das Spiel ist um. Kurze Pause. Gleich geht's weiter mit den Viertelfinals. Bis gleich. Und wir schicken einen dicken Dankeschön aus an Arminia Bielefeld.